So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Guck mal, was wir hier haben, einen gelben Sack. Der muss weg, den musst du nur richtig packen. Dann kannst du den darüber ledern. Das sieht schon mal gut aus. Wir wollen heute wieder eine Art Community Raid machen mit dem Manko. Mann, kann ich einladen, weil das ein Krypto Raid ist. Und die sind nur vor Ort möglich, aber das wisst ihr ja. Das brauche ich euch nicht erklären. Es handelt sich um Krypto Raiku. Aufmerksamen Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass das ein anderer Müllplatz ist wie sonst, weil ich eine Zeit lang immer mal am Anfang meinen Müll weggebracht habe und die Community Raids angekündigt habe. Das war illegal, meine Damen und Herren. Da gab es ein Briefchen. Deswegen machen wir jetzt die nächste illegale Sache. Wir entsorgen diese Jägermeister Schaflasche in, also wir nehmen sogar den richtigen Container, den grünen, aber 7 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, nix. Jetzt ist es hier irgendwie 9 Uhr oder so, ich tue die mal da rein, um die Leute zu belästigen. Obwohl ich das nicht verstehe, da steht der Werktag so. Wenn es kein Werktag ist, das heißt, am Sonntag kannst du reinbuddern den ganzen Tag oder wie? Nee, das heißt wahrscheinlich nicht. Das ist das. Schon wieder eine Jägermeister Schaf. Hannes, was machst du denn? Und, damit wir auch was fürs weiße Glas haben, diesen Fischergeist, den konnte man anzünden, der war richtig genial. Ansonsten gibt es nur Babygläschen, da gibt es nichts zu sehen, die tue ich jetzt noch weg. Und dann fahren wir zum Graffiti-Pirat, da ist ein Krypto-Raiku. Ich habe glaube ich noch kein Krypto-Raiku, aber kann sein, dass ich Raiku schon habe. Oder es ist komplett neuer Pokédex-Eintrag. Mal gucken, wer mitmacht, mal gucken, wer unterstützen kann. Wir sind mit 3 am Start, vielleicht würde das sogar reichen, aber vielleicht gibt es noch Hilfe. Konter zeige ich euch gleich noch. Erstmal Müll wegbringen. So, nachdem ich gemerkt habe, dass ich nicht lesen kann, versuche ich es euch so zu verkaufen, als hätte ich euch nur auf die Probe gestellt. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Da ist gar nichts Illegales dran, denn da steht ja nicht. Da steht ja doch, also von 7 bis 12 Uhr sollt ihr die Dinge einwerfen. Das heißt, frühs um 7 seid ihr die Ersten, die da hingehen und Lärm machen, dann passt das. Gleichzeitig aber auch nur bis 19 Uhr. Also ich würde ja früh, wenn um 7 jemand da rumrampelt, das würde ich viel schlimmer finden, als wenn jetzt 19.10 Uhr oder so jemand noch leer macht. Also ich dachte immer, 22 Uhr ist Nachtruhe. Das ist jetzt hier noch ein Beutel mit Pfand. Der muss auch mit. So, schmeißen wir mal hier rein. Machen wir mal zu. Was sagt ihr zu der Zeit? 19 Uhr kein Glas mehr einwerfen, damit man Berlin Tag und Nacht in Ruhe gucken kann. Finde ich gut für die Leute, aber ich hätte so ab 20 Uhr vielleicht gesagt. Ich hätte auch nicht ab 7 Uhr gesagt, bis 7 Uhr. Ich hätte gesagt so ab 10 Uhr vielleicht. Lasst doch mal die Leute Leute sein. So, ich stehe jetzt hier am Graffiti-Pirat. Das ist ein Graffiti an der Wand da vorne. Und hier ist ja immer so eine Mulde. Da kannst du hier reinfahren und kannst dich kurz hier hinstellen an dieses verrostete, gimmelige Tor. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Da wird es plötzlich laut. Ist das ein Fabrikgelände? Hier drüben ist auf jeden Fall so eine Höhle für Natururin. Da kann der drin übernachten. Und ich stelle euch jetzt mal hier auf das Auto. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Wir wollten einkaufen, Pfand wegbringen, Großeinkauf machen. Ich muss aber noch mal ganz kurz euch die Konda zeigen und die WP. Das ist auch wichtig. 9.01 Uhr geht der Raid auf. Gehen jetzt hier mal auf Community. Habe ich gerade frisch gepostet. Shadow Raiku, Krypto Raiku. 1972 oder 24.16.60. 66, genau. Es ist ein Elektro-Pokémon und ist schwach gegen Boden. Habe ich nicht gestern was erzählt von meiner Krypto... von meiner Krypto-Knackrag-Armee? Das ist hier überhaupt gar nicht drauf. Ich glaube, die machen nur generelle Counters, so wie es da steht. Da ist natürlich Groudon weiter vorne, da ist Proto-Groudon weiter vorne, aber egal. Ich will Bodenangreifer, ich will Krypto Raiku, ich hau das Ding jetzt hier rein. So, einladen kann man nicht. Das sieht, glaube ich, gut aus. Also das dürften alles
Krypto-Knackracks sein. Bis auf das eine, das getradete mit dem Lucky dran, das ist ein Lucky-Knackrack. Damit man das zu Mega-Knackrack machen kann, das sage ich jetzt jedes Mal dazu. So, ich kann dann noch mal schauen, wenn ich hier auf Knackrack gehe, dann sehe ich, die 6 sind ausgewählt. 5-mal Shadow, 1-mal Lucky, hier sind 2 Shinies, da ist was Normales, das unten, da müsste, glaube ich, ein 100er sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo, ich könnte eigentlich Energie sammeln. Jetzt sind die Knackrack-Rates weg. Ich Dulli, hätte ich eigentlich, solange wie die Mega-Knackrack-Rates waren, mal eine Mega-Knackrack-Rate gemacht, mich das 100er entwickeln kann, damit ich einen Mega-Knackrack habe in 100% und hätte hier das Glücks-Knackrack weggemacht. Die Shinies, weiß ich nicht, brauche ich eigentlich auch nicht mehr, haben auch die falsche Attacke, haben keine Erdkräfte. Das heißt, die Shinies könnte ich zur Not auch verschicken. Wegmachen, die sind eh getauscht. Die waren halt mal gepusht, aber ich möchte ja so wenig Pokémon wie möglich bei mir behalten. Ich drücke jetzt hier mal auf bereit. Bei dem hier drücke ich, auch auf bereit. Es ist, wir sind, oh, warte, kann ich das bereit zurücknehmen? Da ist noch jemand hinzugekommen, ich raste aus. Wollte schon sagen, es war mal anders, wenn du so Krypto-Raids vor Ort gemacht hast, da hast du plötzlich mal 12, 13 Leute drin gehabt, aber immer mehr Leute hören auf zu spielen, immer mehr Leute haben die Nase voll, Handy geht kaputt, Apps werden gelöscht, Glascontainer gesprengt, also es ist auf jeden Fall immer was los. 5, das ist schon, oh, aber wir sind ja glaube ich 5 Leute, die relativ gut sind, die ein paar entsprechende Konter haben. Bei Raikou dürfte das jetzt hier also trotzdem kein Problem sein. Das ist wieder doof jetzt mit 2 Handys. Kannst ja wieder hier diese komischen Kristalle einsetzen, die Edelsteine. Falls der in Rage gerät, setzt du den Edelstein ein, damit er sich wieder beruhigt. Das ist im Prinzip das Snickers in der Pokémon-Welt. Raikou, ist erstmal Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Dann kriegst du einen Edelstein hingeworfen und dann kannst du wieder tief durchatmen und kommst wieder runter. Hier drüben wird mit Rizeros gekämpft. Wie kann es denn sein, dass der Account, der seit 300 Jahren Level 50 ist und seit 300 Jahren bespielt wurde, schlechtere Pokémon hat als der, der frisch entworfen wurde und nur Free-to-Play spielt? Das heißt, der Samyang Bulldog, der verkommt ein bisschen. Da wird gar nichts mehr draus gemacht. Der dient nur noch als Raid-Hilfe. Sollte der starke Bruder sein, als Raid-Hilfe nebenbei, aber jetzt ist die Polizei vorbeigefahren mit einem fetten Sixpack. Jetzt denken sie, ich hab die geblitzt. Jetzt kommen die gleich zurück. Entschuldigen Sie, Herr Hess. Was machen Sie da? Entschuldigen Sie, Herr Polizei, Mensch. Woher wissen Sie denn meinen Namen? Das steht, ich werde verfolgen immer Ihren YouTube-Kanal. Wir gucken sehr gerne die Videos mit Hannes oder wenn Sie Samyang-Nudeln testen. Wir sind auch begeisterte Samyang-Fans. Und dann sieht man, das sind auch nur Menschen. Die haben auch in der Freundschaftsliste einen Hannes drin. Die haben auch, warum wir das, das ist, das wird gar nicht aufgeregt, oder? Also das gerät nicht in Rage, sagen wir es mal so. Wir kämpfen jetzt die ganze Zeit, wir brauchen keine Edelsteine, es gerät nicht in Rage. Niantic wieder irgendwas kaputt gemacht, da wird sich der Benny wieder drüber abkotzen und sagen, hä, da will man das im Duo probieren und ohne Edelsteine benutzen und dann braucht man nicht mal welche, weil es einfach gar nichts gibt. Ich drücke mich hier auf dem mal ganz kurz durch. Rechts, 10.000 Erfahrungspunkte. 1889. Wir drücken uns jetzt hier mal durch. So. Ja, dass viele stehen, ist nichts. Gut. 1915. Der ist auf jeden Fall besser, aber ich glaube, es war irgendwas mit 1946 oder. Nee, es war auf jeden Fall irgendwas. Wir werfen jetzt mal hier drauf. Einfach fabelhaft, das sieht gut aus. Raikou sieht halt cool aus. Ich finde, von den 3 Raubkatzen ist Raikou auf jeden Fall der coolste. Der hat so schöne Säbelzähne. Da hat der Rest, der Form passt auch. Suicune ist wieder mal das hässlichste, das blaue. Und ich habe keine Elektroangreifer großartig. Das heißt, den, aber es ist legendär, also darf ich auch eigentlich nicht. Ich will ja auf Elevoltec setzen, aber habe ich ja auch nicht. Dann ist es gelb. Ich mag gelb. Seitdem ich Team Gelb bin, finde ich alles, was gelb ist, richtig toll.
gelber Schlüpfer am Start. Richtig toll. Guckt euch das doch an, wenn das gelb ist. Eierlikör ist auch gelb, aber muss ich sagen, brauche ich jetzt nicht mehr so. Den hast du mal als Kind getrunken vielleicht, aber jetzt Eierlikör, nee. Siehst du, ist kein neuer Pokédex-Eintrag. Hat auch nur 2 Sterne, dann ist der andere noch schlechter. Danke an Linus, danke an Meri für die Unterstützung, für die Hilfe. Wir haben noch fast 200 Sekunden übrig gehabt. Das heißt, mit 4 Mann locker, mit 3 Mann wäre bestimmt auch möglich. Schafft man es vielleicht im Duo mit den entsprechenden Kondern? Mit wie viel Mann macht ihr Krypto-Raikou? Ihr habt ja Samstag, Sonntag jetzt immer Zeit. Im März an den Wochenenden ist es ja immer da. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn dann Raid Day ist. Dann ist es davor und danach da oder wie? Egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.